Da kommt sie. Ach, ja, Tag. Hallo. Heiß-kaltes Leipzig. Nora Gongringer ist bei uns, eine Lyrikerin aus Bamberg. Direkt am Bahnhof holen wir sie ab und bringen sie zu ihrer Lesung. Yay. In der Moritzbastei bei der langen Leipziger Lesenacht. Ja. Ja, auf geht's zu unserem Lesefahrrad. Hast du da irgendwie jetzt eine Bremse gelöst? Ach, mach einfach ja. Mal. Wie cool. Oh, bitte, steigen Sie zu. Nora Gongringer, willkommen auf dem Leserad. Hallo. Ach, ignoriere alle Schilder. Wir ich mach das, ja. Einfach, wir fühlen uns ganz frei. Pass auf, halt dich fest, hier kommt was. Wow. Oh, ja, und da kommt ein das Fahrrad. Das ist Abenteuer. Ich mach hier mal, ja. Literatur ist ja auch Abenteuer, ne? Ja, ist absolut. Du bist im Saarland geboren, du bist in der Nähe von Hof aufgewachsen, lebst jetzt in Bamberg. Wow. Und bist so eine ziemliche Powerfrau. Also so ein Lesefest, ist das noch aufregend für dich? Du hast schon gelesen in China, in Indien, in den USA. Ist das für dich normal, immer unterwegs zu sein? In der Tat ist es normal, ja. Also, man verdient mit der Literatur nichts, wenn man zu Hause sitzen bleibt. Und deshalb muss man, wie lustig, Entschuldigung, ich bin jetzt da abgelenkt, Erotikmesse, ist so eine Sache. Man muss natürlich sich rausbegeben und ich bin froh, dass ich so oft eingeladen werde. Du arbeitest auch fürs Radio, du bist Dozentin und leitest ein Künstlerhaus. Findest du überhaupt noch Zeit zum Schreiben? Jetzt ehrlich gesagt besser als früher, weil man sich natürlich viel mehr konzentrieren muss. Wir gehen gerade die Böller runter. Oh, wie aufregend, guck mal. Das ist wie so eine... Wow, ich finde das toll hier. Ja, man muss sich ein bisschen mehr zusammennehmen, sich gut strukturieren und dann kann man morgens und abends so zwischendrin schreiben. Deine Gedichte wirken tatsächlich gar nicht so, wie man sich... vielleicht Lyrik vorstellt, metaphysisch, ein bisschen melancholisch oder so, sondern total bodenständig, lebensbejahend, wie ironisch, schön, dass du das so witzig. Liest. Guck mal, ich fahre dich jetzt gegen dieses Ding. Nee. Danke. Findest du das auch so? Ja. Passen diese Worte für dich so richtig, lakonisch, absolut. Ganz leichtfüßig? Gut, so ja. Soll es sein. Also ich schreibe mit hoffentlich viel Leben in den Zeilen. Ja, absolut. Das ist mir auch wichtig. Das neueste Buch? Morbus, wow. Daraus wirst du ja heute lesen. Da geht es um Krankheiten und um Körperlichkeiten. Also wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich wollte immer Medizin studieren. Und überhaupt die Frage nach gesund, ja eine eigentlich sehr philosophische. Gesund ist ja, wenn nichts weh tut. Und das geht ja, wenn es gut geht, eine ganze Weile im Leben so. Und dann irgendwann tut es immer irgendwie weh. Du kannst ja schon was tun für die Gesundheit. Mal hallo, wir hören zu. So go on now, close the curtains, save the night. At the break of dawn comes tomorrow, for I'll be gone, save the night. Sehr schön. Elfi, mach's gut. Yes. Nora, gib Gas. Ich mach ja schon. Toll, so ist das mit so einer Stadt, mit so vielen jungen Menschen. Da dürfen spontane Dinge geschehen. Wann wird es den neuen Band Mode geben? 2017. Ich mache alle 2 Jahre ein Buch, seit ich 20 bin. Seit du 20 bist, ja. Alle 2 Jahre ein Lyrikbuch. Passen wir da durch? Wir passen da durch. Ich sicher? Habe das getestet, ja? Wirklich? Ja. Was ist denn dein Ziel, Nora? Wo will Nora Gongringer hin mit ihrer Lyrik? Nora Gongringer möchte gerne immer weiter diese Freiheit haben, schöne Bücher machen zu können. Ich mache ganz viel von dem, was ich mache, weil niemand gesagt hat, mach's nicht. Und das ist ein totaler Luxus. Wir lesen jetzt noch mal kurz was vor der MB und dann bringen wir dich rein. Die Herz-Lungen-Maschine antwortet. Seitdem ich denken kann, ist Liebe mein Motor. Natürlich kenne ich einen aus, dem das vorbei dann folgt. Doch wenn Sie mich so fragen, dann bin ich Liebe ohne Ansehen der Person. Ich bin so echt, dass keine Zweifel über mich erhaben. Wenn dein Herz nicht mehr liebt, so liebt dich mein Motor. Und haucht kein Kuss mehr, so küss ich unterbrechungslos. Ich bin die Liebe weißer, halber Götter. Doch ich schweife ab, sie fragten, ob ich sterben lassen könnte. Und ich sage, ich bin die große, automatisierte Liebeszwangsmaschinerie. Und ich lächle, und ich dopple hier wie Brecht, der so lakonisch wie gerecht, und ich lächle nie.